Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Zelda Link's Awakening. Ich hoffe, euch geht es gut, mir geht es sehr gut. David wird heute wieder in diesem Part wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber in diesem Part werden wir ganz einfach versuchen, zum nächsten Tempel zu gehen. Auch ein bisschen so die Map wieder ein bisschen erforschen. Aber was haben wir im letzten Part gemacht? Wir waren in diesem Tempel und haben eben den Greifhaken bekommen, der relativ praktisch ist, um Gegner zu lähmen, aber um sich auch, wie der Name so sagt, um sich an Sachen zu greifen, um an Löchern eben vorbeizugehen. Ist relativ praktisch. Was ich nämlich möchte, ist, dass wir diese Zone entdecken und dass wir diese Zone entdecken. Jetzt seht ihr es auch. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal zur kleinen Zone dort drüber. Let's go. Oder? Vielleicht können wir uns aber auch teleportieren lassen. Da teleportieren wir uns dorthin. Das ist am schnellsten von da. Und kurz einen Schluck. Ich glaube, es ist dort. In diese Richtung. Ja, genau, ja. Da konnten wir schon vor langer Zeit nicht hin, obwohl wir da schon immer hin wollten. Aber jetzt mit dem Greifhaken können wir einfach uns dort rüber schwingen lassen. Also was ist das? Hier geht es los, dort entlang. Wie dort so. Weg. Was ist da? Hier entlang. Dort entlang. Autsch. Hier entlang. Ich glaube, die Schilder zeigen so eine bestimmte Richtung an. In die muss man dann gehen und dort ist ein nächstes Schild, wo es steht, wo man dann hingehen soll. Cool. Und dann irgendwann. Dann so komisch, relativ komisch für den Moment. Yeah. Ich hoffe auch, dass man in den Statistiken nicht sehen kann, wie oft ich schon gefallen bin in diesem ganzen Spiel. Das ist verrückt. Also von da oben, von da unten bis da oben. Das ist dieses Schild. Hier entlang rechts, von da bis nach da. Dort entlang. Dieses Schild. Hier entlang. Ha? Da entlang. Okay. Schauen wir. Hier entlang. Das. Dort entlang. Das. Hier entlang. Ach. Dort entlang, da unten. Haben wir es bald geschafft. Hier entlang. Bla 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 bla. Hopp. Yes! Toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Oh. Ist auch sehr logisch. Aber wir sind eben auf einer Insel, die wir träumen. Kann eben ein bisschen alles möglich sein, wie zum Beispiel auch, dass es Goombas und ein bisschen so alle Universen von Nintendo gibt. Quark, ich bin Wart, der Musikfrosch, aber das weißt du ja. Nee. Willst du unsere neue Komposition hören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Wie sieht's aus? Ich glaube, das ist so eine Musik für unser Ocarina.
Danke, vielen Dank, wunderbares Publikum, keine Zugaben. Quark. Jetzt habe ich wenigstens den Kröten-Rap gelernt. Jetzt kann ich rappen wie eine Kröte. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter. Selbst leblose Gegenstände. Spielst du diese Melodie, wird sich manches in deiner Umgebung etwas lebendiger fühlen. Okay. Ich würde auch gerne mal wieder zum Dorf hingehen, um zu schauen, ob er was Neues verkauft, der Händler. Und vielleicht auch angeln. Angeln könnte auch sehr wichtig sein. Weil das habe ich nie wirklich geschafft. Aber es könnte interessant werden. Keine Ahnung. Also. Kauft der Händler. Was? Verkauft das da? Kammerstein. Ich glaube, dass es gibt hier auch diesen Modus, wo man. Ah, das könnte gut sein. Es gibt hier auch diesen Modus, wo man selbst Tempel erstellt. Und ich glaube, das könnte ist dafür bestimmt. Du hast 4 Herze gesammelt. Yes, jetzt haben wir 11 Herze. Wunderbar. Was ist das eigentlich nochmal? Hier ruht der fliegende Gockel. Vielleicht können wir ja den Gockel mit der Musik wieder wecken. Wie der ist dann irgendwie da drunter. Bewegt sich kein Stück. Das kann sich bewegen. Okay. Interessant. Auf jeden Fall. Wir gehen fischen. Das will ich nämlich. Ich würfel. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch. Na klar. Entschuldigung. Fernhalte A gedrückt und lasse los, um die Schnur auszuwerfen. Je länger du A hältst, desto weiter wird sie ausgeworfen. Bewege den Köder mit Hilfe von L und drücke erneut A. Wenn ein Fisch anbeißt, um die Schnur wieder einzuziehen. Willst du sch sie schnell einziehen, drücke A schnell mehrfach hintereinander. Viel Erfolg. Weil das da unten, das unten links, das sieht auch so wie eine Feenflasche aus, die wir eben schon haben. Die will ich eben haben. Nein. Echt jetzt? Ja, ich will weiter angeln. Eigentlich, wenn man einen Grünfisch angelt, weil der ist doch eigentlich auch ganz schwer zu haben. Ich habe gerade eben die Glasflasche. Echt jetzt? Okay. Ja, ich will weiter angeln. Ich habe gerade vielleicht eine Sekunde.
das denn für ein Scheiß? Das ist schon ein Scheiß. Komm, beiß an. Beiß an. Beiß an. Beiß an. Beiß an. Beiß. Kann eh das nicht mehr haben. Ich hab einen Fisch, meinen ersten Fisch. Du hast einen kleinen Fisch geangelt. Genau wie du ist der Kleine, aber voller Kampfgeist. Yeah. 13 Rubine. Dafür habe ich wenigstens. Der Fisch, was im Maul. Ich habe noch ein Herz dazu. Yes. Ja, ich will weiter angeln. Ich will diese. Ich will alle Fische dort haben. Es wird kein Fisch mehr übrig bleiben. Vielleicht sollte ich auch erstmal den Grün so wegbringen, damit ich dann die Glasflasche bekomme. Yes! Du hast dir eine Feenflasche geangelt? Ja, wir haben zwei. Willst du weiter angeln? Ja, ich möchte weiter angeln. Ich möchte alle Fische, wie gesagt, ich möchte alle einzigen Fische haben. Solange ich nicht alle Fische habe, werde ich nicht Ruhe geben. Ich habe einen Fisch, einen großen Fisch, einen großen Fisch, einen großen gelben grünen Fisch. Yeah, er ist so schwer, dass du dir fast wünschst, etwas leichteres gefangen zu haben. Sowas. Toll, da ist nur 17 Rubine. So scheiße, da mache ich nicht weiter. Oh, ich krieg einen neuen Köder. Yeah. Yeah. Ich kriege noch ein Herzteil. Das war doch eigentlich gar nicht mal so schlecht zu angeln. Willst du weiter angeln? Köder wechseln würde ich gerne. Der mittlere Köder würde ich gerne verwenden. Aber nein, ich möchte nicht weiter. Okay. Wow. Das ist aber schon. Ich will den in der Mitte. Ich will den da. Großen, fetten Fisch. Ich brauche ihn, den großen, fetten Fisch. Einen richtig großen, fetten Fisch. Er muss schön lecker sein. Komm. Oh, der Köder ist doch gar nicht mehr so schlecht. Yeah. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schwer. 20 Rubine. Nein. Komm her, du Fisch. So. Wenigstens habe ich den Fisch und jetzt drücke ich nicht mehr auf Ja.
Nein. Nein. Nein, danke. Ich komme nicht mehr. Nie wieder. Mein Scherz. Vielleicht komme ich irgendwann mal wieder. Dafür habe ich eine zweite Feenflasche. Könnte gar nicht mal so unnötig sein. Vielleicht der etwas Interessantes. Schauen wir mal. Nicht wirklich, nee, danke. So. Dann, wie gesagt, diese Zone haben wir dann entdeckt. Ist gar nicht mal so schlecht, dass wir das entdeckt haben. Und der nächste Tempel ist dort, aber diese Zone haben wir auch noch gar nicht bewundert. Deswegen würde ich sagen, wir schauen erstmal diese Zone an. Diese Zone. Und das haben wir auch noch nicht angeschaut, dieses Haus. Das sind jetzt meine Pläne für den restlichen Teil dieses Videos. Wir teleportieren uns einfach ins Zoodorf. Von dort aus geht es am schnellsten. Keine Markenwerbung. Kein bisschen. Marien spielt nicht mehr anscheinend. Sie singt nicht mehr. Keine Ahnung warum. Das ist aber nicht meine Entscheidung, sondern ihre. Diese Zone ist auch voll komisch, so dass es diese zwei einfach nur der normale Gift sind. Glaube ich nicht. So, waren wir schon da drin? Oh. Das schnappe ich mir mal sofort. Wenn man sich in den Knöpfen vertut. Und das. So, dann haben wir zwei Feen. Ist immer praktisch. Reden. Hier geht es hier noch ganz gut. Ja, bla 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 bla. Okay. Stimmt, dass nur die Fee hatten wir aber schon entdeckt, glaube ich. Sogar. Jetzt könnte ich hier schwimmen. Das ist voll cool. Autsch. Hilfe. Da gibt es eine kleine Höhle. Keine Ahnung, wo sie hinbringt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da waren wir schon. Nee, da waren wir wahrscheinlich nicht. Weil da gibt es das. Hätten wir aber davor eh nicht kommen können. Auf jeden Fall ein Herzteil. Sehr viele Herzteile in diesem Video. Die sind eigentlich auch relativ wichtig. Wissen wir. Wir sind hier da oben. Das ist ja eine der Zonen, die ich hier besichtigen wollte. Ist cool. Cool. Okay, was ist in diesem Haus? Sie sind auch zu nett, dass ich ihre Töpfe kaputt machen kann, oder? Stört sie doch nicht. Möchtest du für 100 Rubine mit dem Floß fahren? Okay, es gibt zwei Arten. Mhm. Das ist doch egal. Viel Spaß damit, okay. Danke. Tschüss. Und was passiert jetzt? Ah, ich kann damit lenken. Aber ich kann damit auch meine Sachen benutzen. Ich kann meine Sachen damit benutzen und ich kann auch springen. Das ist praktisch. Perfekt. Als ob alles einkalkuliert wäre. Und dann haben wir schon 12 Herzen.
Das ist einfach so. Das ist einfach so bei mir. Das ist so. Nein, 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 nein. Danke. Oh. Dieser Move. Hier keine Geheimnisse. Hey. So, Turbine ist doch gar nicht mehr so schlecht. Hier keine Geheimnisse. Okay, hier keine Geheimnisse. Gibt's da was? Ich grab mal. Weiß ja nie. Oh. Eine Zaubermuschel ist doch gar nicht mal so schlecht. Natürlich gehen wir wieder auf den Greifhaken. Der ist sehr, sehr praktisch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich gebe erst auf, wenn ich da oben bin. Yes. Ich hab's geschafft. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, ja. So. Yes. Gar nicht mal so schlecht. Wo? Keine Ahnung, wo ich jetzt hinfahre. Vielleicht gibt es da hinten noch was. Ich will schauen. Ich will alles sehen. Ich will alles. Das will ich auch noch. Yes. Yes. Das ist aber eigentlich auch voll praktisch. Da kann man sich auch Geld machen. Zeit ist so, möchtest du nochmal fahren? Nein, Spaß, danke. Wenn du Lust auf spritzigen Spaß hast, wir haben immer geöffnet. Immer. Okay. Auf jeden Fall werden wir da umsteigen. Jetzt fühlen sich wieder toll, weil die Arsch wusste ich doch. Irgendwie da konnte man. Das ist so manchmal, das ist so nervig. Vielleicht so Runde. Keine Ahnung. Yes. Wunderbar. Perfekt, 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 perfekt. Das sind wir eigentlich auch. Das ist ja perfekt. Und wir hatten ja schon den Schlüssel bekommen vor langer Zeit. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber wir haben ihn bekommen. War, glaube ich, bei... Es war... Oh. Jetzt haben wir die ganze Map gesehen. Da haben wir den Schlüssel bekommen. Und jetzt können wir da auch rein. Ja, wir können da jetzt rein. Ganz sicher. Vielleicht ist David ja da, um das Video zu beenden. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, er ist nicht da, aber den Tempel, den sehen wir erst nächstes Mal. Wenn ich sehe, wie das geht. Keine Ahnung. Ich glaube, das geht so. Also, das sehen wir erst nächstes Mal, den Tempel. Macht's gut. Ciao.